Lesung. Herzlich willkommen bei der Lesebühne. Ich bin Emilia. Die Lesebühne ist an den Podcast Meine Lesung angelehnt und findet regelmäßig im Bett und Buch statt. Heute nehmen wir sogar wieder eine Podcast-Folge auf mit der Autorin Sandra Adam. Herzlich willkommen, Sandra. Und vielleicht magst du dich gleich nochmal vorstellen und für das ganze Publikum hinterher dürfen dann die Fragen gestellt werden. Die Sandra kommt auch gerne zu euch an den Tisch und plaudert mit euch. Aber jetzt erstmal die Bühne frei für Sandra Adam. Hallo Emilia. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mein Buch im Gepäck, Du bist Vergangenheit. Das ist das dritte meiner Werke, spielt in Flensburg und Umgebung, wo auch ich herkomme. Ich bin nämlich eigentlich ein totales Landei und ein Nordlicht. Dementsprechend war ich etwas überwältigt von Berlin heute. Die Zugfahrt war schon sehr aufregend und die Taxifahrt hierher, die hat mich doch so ein bisschen grün werden lassen. Also Taxifahrer sind ein eigenes Völkchen. Das kommt davon, wenn man sich vom Land in die Großstadt verirrt. Ich bin vor 22 Jahren von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen gezogen, der Liebe willen. Aber das Meer und Schleswig-Holstein vermisse ich einfach unsagbar. Dementsprechend spielen auch alle meine Bücher in Schleswig-Holstein. Ich kann mich einfach weder vom Meer noch von der Landschaft trennen. So fahre ich auch Minimum einmal im Jahr und besuche dort meine Familie und die Orte, in denen meine Bücher spielen, weil alle meine Orte sind real, also die gibt es wirklich. Ja, ich würde euch jetzt das Buch vorstellen, Du bist Vergangenheit. Es geht um Samira, um ihre Vergangenheit und um die Bewältigung ihrer Vergangenheit, denn ihr allzu liebender Ehemann hat keine Ahnung, was ihr in der Vergangenheit passiert ist. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Ich beginne dann mal. Samira, die Stimme meiner Mutter hallt unaufhörlich durch den Hausflur. Leicht genervt rolle ich mit den Augen. Kann man nicht einmal in Ruhe auf die Örtlichkeiten verschwinden? Ja, gleich! Warte noch ein paar Minuten, brülle ich zurück. Muss sie mich jetzt so treiben? Gerade heute besteht sie darauf, mich zur Schule zu bringen. Ich fahre sonst immer mit dem Fahrrad, da die Schule gerade mal 15 Minuten weit weg ist. Außerdem ist es gesund, mit dem Rad zu fahren, behauptet sie immer. Ich kann auch mit dem Fahrrad fahren, setze ich weniger genervt hinterher. Spinnst du, Kleines? Es schüttet wie aus Eimern. Bis du am Rad angekommen bist du auf die Unterhose nass. Ich kann richtig heraushören, wie sie mit dem Kopf schüttelt. Sie meint es ja nur gut. Eigentlich ist sie eine traumhafte Mutter, immer darauf bedacht, dass mein kleiner Bruder und ich es gut haben. Ma möchte, dass wir es besser haben als sie. Manchmal ist sie dabei einfach zu weich. Mein Bruder nutzt das gerne mal aus. Sobald er auf die Tränendrüse drückt, gibt sie nach. Ich hingegen habe lieber meine Ruhe und erledige alles selbst. Aber genau das hat mich nun in diese blöde Situation und in die Toilette verbannt. Mein dummer Dickkopf und der Wille, alles allein regeln zu wollen. Vorsichtig drehe ich das Stäbchen in meiner Hand um. Schweiß läuft mir über die Stirn, meine Hände zittern und ich weiß nicht, was ich machen soll. Gucken? Nicht gucken? Samira, hallt mein Name erneut über den Flur. Ich bin geradezu keine Antwort fähig. Die Worte bleiben mir im Hals stecken. Ich ersticke fast daran. Oh Gott, das kann und darf nicht sein. Warum ich? Wieso bloß? Das Stäbchen in meiner Hand zeigt zwei Striche. Zwei verdammte Striche. Was soll ich denn jetzt machen? Es war doch nur eine Nacht. Eine verfluchte Nacht. Und nun das. Lieber Gott, wieso? Wieso ich? Warum muss das sein? Das Klopfen an der Tür von meiner Mutter nehme ich nur noch unterschwellig wahr. Es ist unwirklich. Schweißgebadet sitze ich auf dem Rand der Badewanne und weine. Nein, weinen kann man das nicht nennen. Ich heule regelrecht, riesengroße Krokodilstränen. Liebes, mach die Tür auf! Liebevoll klingen die Worte meiner Mutter durch die Tür, ehe sie die Klänke herunterdrückt. Erst einmal, dann noch einmal. Ich schluchze. Bitte, Kleines, mach endlich die Tür auf. Was ist denn los?
Ich höre doch, dass du weinst. Bitte, Samira, mach endlich die Tür auf. Panik schwingt in ihren Worten mit. Tränen überströmt gebe ich nach, schließe auf und setze mich wieder zurück auf den Badewannenrand. Meine Beine verweigern mir den Dienst. Das wird gleich ein Donnerwetter geben. Innerlich wappne ich mich gegen das Schreien und Fluchen meiner sicherlich zu Recht wütenden Mutter, wenn sie sieht, was ihre Kleine angestellt hat. Klein? Nein, nun bin ich nicht mehr klein. Jetzt bin ich groß, dämlich und am Arsch. Unsicher guckt sie mich an. Samira, rede mit mir. Was ist los? Doch ich kann nicht sprechen. Meine Worte stecken immer noch wie ein riesengroßer Kloß in meinem Hals fest. Zitternd strecke ich ihr einfach das Stäbchen mit den zwei blöden blauen Streifen entgegen, die mir den Atem rauben. Sie erkennt sofort, um was es sich handelt. Ein Schwangerschaftstest. Klar, sie hat ja selber zwei Kinder. Ob sie bei ihren Tests auch so wie ich im Bad gesessen hat? Es kommen keine Beschimpfungen, kein Fluchen. Zärtlich nimmt sie mich in den Arm und drückt mich ganz fest an sich. Scheiße, flüstert sie in meine zerzausten Haare. Ist das alles? Scheiße? Mir fallen so einige Worte mehr ein, doch meine gute Erziehung verbietet es mir, diese alle auszusprechen. Wobei die gute Erziehung scheinbar eh versagt hat. Ich bin gerade mal 15, gehe noch in die Schule, habe keinen festen Freund und bin bei meinem ersten One-Night-Stand mit Kai schwanger geworden. Nicht nur, dass es mein erster One-Night-Stand war, nein, es war überhaupt mein erstes Mal. Gut gemacht, Samira. Ganz toll. Das war der Prolog, das war Samira in ihrer jungen Zeit. Gerade mal 15, wie man gehört hat. Schwanger und nicht wirklich begeistert davon. Jetzt überspringe ich ein bisschen. Samira ist erwachsen und die Erzählung geht weiter. Die Arbeit läuft wie immer. Meine Chefin lässt mich basteln und spricht kaum mit mir. Sie weiß, dass ich am liebsten für mich arbeite und nur rede, wenn mir danach ist. Ich bin wohl eher ein introvertierter Typ. Zufrieden gucke ich meine Werke an und lächle. Ein großes Stück Treibholz habe ich mit etwas grünem Efeu und Moos beklebt, wo ich noch Muscheln drauf drapiere. Die schwarzen und beigefarbenen Muscheln passen gut zum hellen Grün. Irgendwie fehlt aber noch was. Krampfhaft überlege ich, was. Ein Klappstuhl, höre ich meine Chefin Tina hinter mir sagen. Erschrocken zucke ich zusammen. Zu vertieft bin ich in meiner Arbeit und der Musik gewesen. Aber sie hat recht. Der Klappstuhl, den wir vor ein paar Tagen aus Ästen gebaut haben, passt genau hin. Mit einem breiten Lächeln reicht sie mir und ich platziere ihn auf dem Moos. Fertig, bemerke ich zufrieden. Es ist wieder toll geworden. Tina mag solchen Kitsch genauso wie ich. Sie ist 2 Jahre älter, ebenfalls verheiratet und hat ein Kind. Im Gegensatz zu mir ist sie die perfekte Mutter. Ihre Tochter ist schon 10 Jahre alt und hilft mir manchmal beim Basteln. Ab und an sammelt sie aber auch mit meinen beiden Kindern zusammen Treibholz, Muscheln oder andere Sachen, die sie am Strand finden. Wenn Martin und ich mal weggehen, passt sie auf Sophie und Jack auf. Ich denke, sie sind so eine Art Geschwisterersatz für Sandy. Mittags gehe ich nach Hause und mache den Kindern etwas zu essen. Meine Gedanken kreisen allerdings immer noch um meinen Traum. Es war nicht der erste dieser Art, wo sie sind alle so lebendig. Viel zu real. Bei dem Gedanken an Kais Stimme gruselt es mich wieder. Auch Martin kommt heute früher von der Arbeit. Wir wollen nachmittags noch in die Stadt fahren. Die Kinder brauchen dringend neue Schuhe. Ich seufze. Martin ist so ein toller Vater. Besser hätte ich ihn mir nicht wünschen können. Wenn ich die anderen Frauen um mich herum sehe, stelle ich einmal mehr fest, es sehr gut getroffen zu haben mit ihm. Der eine geht dauernd fremd, der andere trinkt jeden Tag und wieder ein anderer ist nur unterwegs, ohne sich um seine Familie zu kümmern. Mein Mann hingegen trinkt nicht, hat keine Augen für fremde Frauen und ist so viel, wie es ihm möglich ist, zu Hause bei uns. Sogar ein Arbeitsangebot mit deutlich mehr Gehalt hat er abgelehnt, weil der Arbeitsweg einfach zu lang war. Das Geld brauchen wir allerdings auch nicht. Trotzdem wäre es eine Aufstiegschance gewesen, die er ausgeschlagen hat, ohne nur darüber nachzudenken.
Das Motzen meiner Tochter holt mich aus den Gedanken. Mama muss das essen, so qualm. Oh nein, ich habe die Schnitzel anbrennen lassen. Unter lauten Fluchen ziehe ich die Pfanne vom Herd. Das ist nicht mehr zu retten. Mist, verdammt. Die Kinder gucken mich mit großen Augen an. Oh, nicht schon wieder Pizza, meckert Jack. Er hat recht. Da ich nicht die beste Köchin bin, gibt es häufig Pizza, Nudeln oder irgendetwas aus der Dose. Selbst das kann Martin besser. Was will so ein perfekter Mann nur mit mir? Tränen steigen in mir auf und ich muss aufpassen, dass ich nicht heulend weglaufe. Erstmal tief durchatmen. Nee, erst das Fenster aufmachen, dann tief einatmen und überlegen. Da springt auch schon die Tür auf und Martin steht hustend in der Küche. Was ist denn hier los? Bellt er. Sofort verdreht Sophie die Augen. Mama hat gekocht? Ich würde sagen, die Schnitzel sind gar, bemerkt er grinsend. Sehr witzig, denke ich und schmeiße die verkohlten Dinger weg. Mein Mann hingegen hat schon die Jacke weggehängt und kramt im Vorratsschrank. Das ist mein Kommando zum Verlassen der Küche. Ab hier habe ich nichts mehr zu melden. Nun zaubert er was Leckeres aus irgendwelchen Resten, die er im Kühlschrank und in unseren Schubladen findet. Wie er das macht, weiß ich nicht. Mir fehlt dieses Talent gänzlich. Egal, was Martin auch anfängt, es gelingt. Im Gegensatz zu mir. Was ich anfasse, geht in die Hose. Oder kaputt. Ein Wunder, dass die Ehe noch hält. Was will Martin mit so einer wie mir? Ich kann nicht kochen, arbeite nur halbtags, bin keine zärtliche Mutter und kann irgendwie nichts. Doch, stundenlang am Strand spazieren gehen, dabei muscheln und allerhand Krams finden und einsammeln. Das kann ich. Ach ja, und basteln, das kann ich auch. Aber ansonsten bin ich zu nichts nütze oder fähig. Weinend verziehe ich mich ins Badezimmer. Wie lange ich dort verweile, weiß ich nicht. Irgendwann höre ich Martin nach mir rufen. Mir ist der Hunger allerdings vergangen, egal, was er mal wieder Leckeres gezaubert hat. Ich seufze, wische mir die restlichen Tränen unter den Augen weg, atme tief ein und gehe raus. Alles okay mit dir? Martin blickt mich eindringlich an. Er macht sich wirklich Sorgen. Ja, klar. Meine Augen haben Rauch von den verkohlten Schnitzeln abbekommen. Kopfschüttelnd dreht er sich um. Martin glaubt mir wieder nicht. Würde ich mir wohl auch nicht. Selbst lügen kann ich nämlich nicht. Trotz allem, was mittags passiert ist, verbringen wir einen wunderschönen Nachmittag in der Stadt. Sogar lachen kann ich wieder. Es ist eine unbeschwerte Stimmung zwischen uns. Für kurze Zeit vergesse ich meinen Traum, Kai und alles, was damit zu tun hat. Ich bin einfach glücklich mit dem, was ich habe, lache und albere mit meinem Mann und den Kindern herum. Ein völlig unbeschwerter, aber viel zu seltsamer, seltener Nachmittag. Diese Unbeschwertheit nehmen wir auch mit in den Abend, was auch nicht oft passiert. Eng aneinander gekuschelt sitzen wir auf dem Sofa und lauschen dem Radio. Liebeslieder laufen rauf und runter, was die Stimmung zum Prickeln bringt. Martin streichelt langsam an meinem Arm herunter und unsere Hände verknoten sich. Schon wieder bin ich an diesem unheimlichen Ort. Mit dem Baum und der Schaukel. Was soll das? Warum bin ich dauernd hier? Ich will das doch gar nicht. Mein Verständnis ist gleich null. Leise bete ich, dass nicht auch noch Kais Stimme ertönt. Es ist so ein schöner Tag gewesen, der in einem noch besseren Abend geendet hat. Das hier kann ich gerade nicht gebrauchen. Mein Beten wird allerdings nicht erhört. Schon vernehme ich aus der Ferne Kais Stimme. Bitte, Samira, lauf nicht wieder weg. Bleib mal bitte hier, wenn ich auftauche. Er ist scheinbar langsam sauer und genervt. Mein Instinkt ruft weglaufen, doch meine Beine reagieren heute nicht. Sie zwingen mich, sitzen zu bleiben. Voller Angst halte ich mir summend die Ohren zu, um nichts mehr zu hören. Wie ein kleines Kind kauere ich mich zusammen und warte auf die Dinge, die ich nicht verhindern kann. Samira, höre zu. Kai kommt näher. Lass mich in Ruhe, geh und komm nie wieder. Ich will das nicht sehen. Schreie ich und summe weiter vor mich hin. Mir ist egal, was du möchtest. Ich will mit dir sprechen, fährt er erbarmungslos fort. Weinend kauere ich auf der Bank. Wippe mich hin und her, wimmere leise. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meinem Haar und springe erschrocken auf.
Vor mir steht ein hübscher Mann, ein bisschen älter als ich. Leicht angegraute Haare, die sich nach hinten gekämmt sind. Adrett gekleidet, mit einem gestreiften Hemd, den oberen Knopf geöffnet und eine dunkle Jeans. Mein Mund bleibt offen stehen. Der Anblick, der sich mir bietet, hat nichts mehr gemein mit dem Kai, den ich gekannt habe. Schick gekleidet hat er sich damals schon, aber nun ist er ein stattlicher Mann. Das kann nicht sein. Du kannst nicht hier sein. Wild schüttel ich meinen Kopf hin und her, der davon nur noch mehr schwirrt. Kai holt tief Luft, bevor er loslegt. Mir ist egal, was du denkst. Ich möchte mit dir reden. Und wenn es nur hier im Traum möglich ist, dann ist das halt so. Dann muss ich diese Möglichkeit nutzen. Was ist passiert, Samira? Was hast du getan? Mir wird schlecht. Ängstlich springe ich auf und renne weg, bevor Kai reagieren kann. Nein, Samira, nicht. Sprich mit mir, brüllt er hinter mir her. Doch ich bin schon weg. Wie immer, wenn es brenzlig wird, renne ich davon. Nicht das erste Mal in meinem Leben. Diese Träume hat Samira öfters, seitdem sie der Vergangenheit versucht zu entfliehen. Doch Kai versucht zurückzukommen. Schweißgebadet wache ich auf. Martin guckt mich sorgenvoll an. Samira, was ist los? Du hast geschrien. Wer ist Kai? Mit zwei Fingern streicht er mir eine Strähne aus dem Gesicht. Ich kann kaum atmen und bekomme kein Wort raus. Wie soll ich ihm das erklären? Kai? Stottere ich. Gedanken kreisen in meinem Kopf. Was soll ich sagen? Wie kann ich ihm das denn erklären? Ich kann nur lügen. Ich weiß nicht, was oder wen du meinst. Mich haben wieder diese Wölfe verfolgt. Den Film hätte ich echt nicht gucken sollen, versuche ich zu witzeln. Seine Augenbrauen schieben sich nach oben. Er glaubt mir wieder nicht. Wie kann ich ihm das verübeln? Erst träume ich wochenlang schlecht und wache schweißgebadet auf und nun rufe ich auch noch Kais Namen. Was soll Martin denn glauben? Ich ärgere mich über mich selbst. Verdammt! Kann die Vergangenheit nicht auch in der Vergangenheit bleiben? Warum jetzt diese Träume nach so vielen Jahren? Wieso? Martin steht entnervt auf und nimmt sein Bettzeug und geht in die Stube. Selbst das kann ich ihm nicht verübeln. Auch die nächsten Nächte schläft er auf dem Sofa. Die Stimmung ist eisig. Den Kindern gegenüber versucht er sich nichts anmerken zu lassen. Doch mir gegenüber ist er kalt. Eiskalt. Keine liebevollen Worte wie sonst. Mir ist zum Heulen zumute. Ich gehe in die Offensive und verabrede mit Tina, dass ihre Tochter abends auf Jack und Sophie aufpasst, sodass Martin und ich mal wieder ausgehen können. Ich bestelle einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant und ziehe mir was Schönes an. Das lange schwarze Kleid, das er mir zu Weihnachten geschenkt hat, dazu die Kette, die ich zum Hochzeitstag bekam. Stundenlang stehe ich im Badezimmer und versuche, meine Haare zu bändigen. Himmel, was ein Unterfangen. Entnervt gebe ich auf und lasse sie offen. Martin mag es eh so am liebsten. Warum also die Haare festzurren? Die Tür geht auf und Martins Blick wandert von meinen Füßen mit den viel zu hohen Schuhen über meine Hüften hoch zu meinem Haar. Ein Pfeifen entfährt ihm. Was wird das? Hallo, mein Schatz. Wieso empfängst du mich in diesem wunderschönen Kleid? Und du siehst toll aus. Wäre netter und angemessener gewesen. Meinst du nicht? Witzel ich. Langsam gehe ich mit wackeligen Schritten auf Martin zu. Ich wäre allerdings nicht Samira, wenn alles glatt gehen würde. So stolpere ich mit meinen hohen Schuhen, komme ins Wanken und falle in seine Arme. Zum Glück kennt Martin meine Ungeschicklichkeit und fängt mich sofort mit seinen zarten Armen auf. Weit willst du mit den Schuhen aber nicht laufen, oder? Lächelnd guckt er auf meine Füße. Wandern wollte ich nicht, aber essen gehen, gebe ich mit rot angelaufenen Wangen zu. Essen gehen, in den Schuhen. Martin lacht laut los. Na danke auch, aber recht hat er. Mit den Schuhen komme ich nicht einmal bis zu unserer Haustür oder ins Auto. Seufzend ziehe ich mir die hohen Schuhe aus und schnappe mir meine flachen Sandalen. Besser? Martin guckt mich abwartend an. Ich wackel den Flur auf und ab und gebe kleinlaut zu. Viel besser. Die Stimmung ist wieder aufgetaut. Liebevoll nimmt er mich in die Hand und wir fahren los. Es ist ein gemütliches Restaurant direkt am Strand. Da haben wir schon einen Stammtisch. Von unserem Platz aus können wir aufs Meer hinausgucken und die Aussicht genießen.
Bei schönem Wetter kann man sogar draußen sitzen. Ich komme nicht von hier, sondern aus einer eher bergigen Region. Das Meer habe ich allerdings schon immer gemocht. Auf einer meiner Urlaubsreisen haben Martin und ich uns kennengelernt und lieben. Seitdem bekomme ich nicht genug vom Meeresrauschen und dem Sand unter meinen Füßen. Martin weiß das und freut sich immer, wenn er mit mir ans Wasser spazieren geht oder wir hier im Restaurant sitzen. Er meint, ich strahle dann immer übers ganze Gesicht und bin viel unbeschwerter. Auch heute Abend genieße ich den Ausblick auf dem Wasser und das leckere Essen, wie die Sonne im Meer versinkt und die Wellen hin und her wiegen. Es hat etwas von Freiheit. Ich habe nie viel für Fisch übrig gehabt, außer im Aquarium, aber hier esse ich ihn gerne. Besonders die eine Fischpfanne ist der Hammer. Mit etwas Dill, einem Hauch von Zitrone und einer Zutat, die ich nicht herausschmecke und die der Koch auch leider nicht verrät. Martin hat schon öfter versucht, ihm das Rezept aus den Rippen zu leiern, aber er gibt es nicht preis. So bleibt uns nichts weiter übrig, als die Fischpfanne hier zu genießen. Der Koch ist allerdings schon nicht mehr der Jüngste und geht bestimmt bald in Rente. Vielleicht bekommen wir ja dann endlich das Rezept. Der Abend verläuft sehr romantisch. Das Knistern zwischen uns ist förmlich zu spüren. Wir flirten, necken uns und klauen Essen vom Teller des anderen. Einfach unbeschwert. Nichts steht zwischen uns, keine Albträume und schon gar keine Lügen. Ich kann einfach ich selbst sein und muss an nichts denken, außer dass mein Kleid nach dem Essen bestimmt nicht mehr so vorteilhaft aussieht. Doch das ist Martin egal. Er liebt jede Faser an meinem Körper, egal welche Frauen ihn auch umgarnen. Sie können eine noch so tolle Figur haben, er hat nur Augen für mich. So auch heute Abend. Er trägt mich auf Händen und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Leicht beschwipst vom Wein gehen wir noch am Strand spazieren. Die Sonne ist schon untergegangen und der Mond scheint hell vom Himmel auf uns herab. Ich schaue nach oben in den klaren Sternenhimmel und seufze. Martins Hände halten mich sanft an den Hüften und ziehen mich an sich heran. Deine Bücher oder das Buch, was du jetzt gerade vorstellst, handelt ja von Träumen. Bist du auf die Idee gekommen, über Träume ein Buch zu schreiben? Ich träume selber sehr aktiv. Ich schlafwandle auch tatsächlich. Und daher ist mir tatsächlich eines Nachts, als ich mal wieder durch die Gegend gewandert bin und vor dem Fenster stand, weil ich träumte, es war eine Tür und habe versucht, dieses Fenster aufzumachen. Gott sei Dank ging es aber nicht auf, weil die Klinke woanders war, als ich sie erwartet hätte, weil ich dachte, ja, schließlich ist es eine Tür, hatte ich die Idee zum ersten Buch. Wieso kann man sich nicht im Traum mit anderen Menschen treffen? Und weil ich immer wieder diesen gleichen Traum hatte, ich wollte immer wieder durch diese Tür gehen und stand immer wieder vor dem gleichen Fenster. Irgendwann hatte ich selber gereilt und geschnallt, das ist ein Fenster, ich komme da nicht raus. Es ist auch nicht diese Tür und bin dann mit Augenrollen selber wieder ins Bett gewackelt. Und dann dachte ich mir immer so, doch, das muss doch gehen. Also es können doch nicht nur Träume sein. Ich habe immer wieder diesen gleichen Traum, ich möchte aus dieser gleichen Tür raus und so kam ich auf die Idee zu meinen Büchern und warum soll das nicht gehen? Wenn zwei Leute sich einfach unheimlich mögen, warum sollen die sich nicht auch im Traum treffen können? Zumindest in meinen Büchern. Und so bin ich auf die Idee gekommen und im Moment handeln alle drei meiner Bücher von Träumen und die Menschen treffen sich dort über weite Kilometer und können miteinander sprechen. So kam ich auf die Idee. Ich wollte gerade fragen, ob alle Bücher von Träumen handeln. Die hast du ja gerade beantwortet, aber es ist wahrscheinlich unterschiedlich. Jedes Buch ist unterschiedlich mit deinen Träumen, oder? Ja, alle sind unterschiedlich. Im ersten Buch trifft sich die Frau mit ihrem Jugendfreund. Im zweiten Buch wird eine Frau vermisst. Die trifft sich dort mit ihrem Freund und gibt ihm Hinweise, wo sie vielleicht sein könnte. Ja, und im dritten Buch ist Samira nicht ganz so begeistert von diesen Träumen, aber Kai gibt nicht auf und verfolgt sie in ihren Träumen, weil er sie im wirklichen Leben nicht finden kann. Und nur dort kann er mit ihr reden oder auch nicht reden, weil sie gerne wegläuft, aber nur dort kann er sie packen und ihr Fragen stellen, weil er nicht weiß, wo sie ist. Also muss er in ihre Träume rein.
auch wenn sie es eigentlich nicht möchte. Aber da er in ihre Träume eindringen kann, vielleicht will sie es ja unterschwellig doch und möchte ihre Vergangenheit vielleicht doch gar nicht so geheim halten. Vielleicht möchte sie ja doch, dass es ans Tageslicht kommt. Also ich wäre jetzt neugierig, ob die beiden sich finden. Also ob Kai Samira findet, aber du darfst es natürlich nicht verraten, ne? Das ist, es wäre auch, ja, es wäre eigentlich Quatsch, wenn du es verrätst. Aber mich würde das wirklich interessieren. Ja, vielleicht enthülle ich das ja noch in den weiteren, im weiteren Buch und würde mit dem nächsten Traum fortfahren, weil Kai gibt nicht auf. Auch nach so einem schönen Abend, den Samira mit Martin hat und endlich wieder unbeschwert sein kann, gibt Kai nicht auf. Er verfolgt sie weiter, weil er weiß nichts von dem Abend und er möchte Samira finden. Er möchte endlich, dass sie erzählt, was damals passiert ist. So fahre ich jetzt mal mit dem nächsten Traum weiter. Samira, Samira, ertönt die Stimme, die ich nachts so fürchte und nicht hören will. Nicht schon wieder. Nimmt das denn nie ein Ende? Ich hatte doch ein paar Nächte Ruhe. Warum fängt es jetzt wieder an? Immer diese Albträume. Werde ich verrückt? Lauf nicht wieder weg. Bitte, fleht Kai. Ich kann und mag nicht mehr weglaufen. Mit dem Gesicht in die Hände gestützt, fange ich an zu weinen. Nein, nicht weinen, eher heulen. Lass mich in Ruhe, schreie ich. Lass mich einfach in Ruhe. Was willst du? Meine Tränen laufen in Strömen über mein Gesicht. Doch Kai ist erbarmungslos. Was meinst du, was ich will? Er kommt näher. Ich weiß es nicht, schluchze ich. Seine Hand berührt vorsichtig meine Haar und ich zucke zusammen. Unter Tränen starre ich in das hübsche Gesicht mit dem angegrauten Haaren. Bitte lauf nicht wieder weg. Lass uns endlich reden, fleht er mich erneut an. Er bemerkt wohl das Zucken in meinen Füßen, die zum Loslaufen bereit sind, aber mir irgendwie doch nicht ganz gehorchen. Was ist passiert? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich wäre doch für dich da gewesen. Er blickt mich fordernd an. Wild schüttle ich den Kopf und halte mir, wie ein kleines Kind, dabei die Ohren zu. Samira, du bist kein kleines Kind mehr, schreit er mich an. Wippend und summend versuche ich, ihn zu ignorieren. Ich habe deine Mutter getroffen und mit ihr gesprochen. Sie hat mir alles erzählt, redet Kai auf mich ein. Dieser Satz erschüttert mich bis ins Mark. Was? Wie bitte? Meine Tränen versiegen schlagartig. Ich bin zutiefst geschockt und das war das Zeichen für meine Füße, mir zu gehorchen. Ich springe auf und renne weg. Nein, niemals. Lass mich in Ruhe. Sie hat es mir versprochen. Das würde sie niemals tun, schreie ich ihm noch zu. Erneut wache ich weinend und schweißgebadet auf. Ängstlich schaue ich neben mich, ob Martin etwas mitbekommen hat. Nein, er ist schon aufgestanden. Ich höre die Dusche und sein fröhliches Trällern. Wie kann man so früh am Morgen nur so gute Laune haben? Andererseits wird er auch nicht von Albträumen aus seiner Vergangenheit verfolgt und geplagt. Eine Vergangenheit, die ich vergessen möchte, bevor sie mich kaputt macht. Nun hat sie mich aber eingeholt. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe, aber es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht rückgängig machen. Schnell wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht, damit Martin nicht doch noch etwas merkt. Gerade noch rechtzeitig, bevor er ins Schlafzimmer kommt, um sich anzuziehen. Auch schon wach? Ist alles okay? Aus liebevollen Augen schaut er mich an. Er merkt, dass etwas nicht stimmt. Mit einem falschen Lächeln auf den Lippen springe ich auf und gehe in Richtung Badezimmer. Klar, ich will nur schnell duschen. Auch heute glaubt er mir nicht. Seufzend lässt er mich gewähren und sagt nichts. Zu oft hat Martin versucht, mit mir zu reden, doch ich blocke jedes Mal ab. Ob es stimmt, was Kai mir im Traum erzählt hat? Hat meine Mutter geredet? Sie hat mir versprochen, niemandem etwas zu sagen. Wieso habe ich diese Albträume und warum sind sie so lebendig? Ich muss es endlich herausfinden, auch auf die Gefahr hin, dass es mir und meiner Familie wehtut. Ich bin es ihnen schuldig, endlich Ordnung in mein chaotisches Gefühlsleben zu bringen. Die Geheimnisse und Lügen müssen aufhören. Enthusiastisch verlasse ich die Dusche, schnappe mir meinen Koffer und packe ein paar Sachen. Wo willst du denn hin? Martin guckt mich verwirrt an. Tief einatmend lege ich mir eine Erklärung zurecht. Doch wie immer
kommt sie mir nicht über meine Lippen. Ich muss zu meiner Mutter. Sie braucht meine Hilfe, lüge ich. Deine Mutter? Wieso das so plötzlich? Ich habe sie noch nicht einmal kennengelernt. Geschweige denn, hat sie die Kinder jemals gesehen? Ich denke, ihr habt euch gestritten. Hast du deshalb solche Albträume? Martin guckt bestürzt. Unter anderem, gebe ich kleinlaut zu. Mit ein paar großen Schritten durchquert er das Zimmer und steht vor mir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um deine Vergangenheit zu regeln. Dann kommst du wieder und erklärst mir, was los ist. Egal, was es auch ist, ich werde es verstehen. Und die Kinder auch. Erneut sammeln sich Tränen in meinen Augen und verschleiern mir den Blick. Er ist so liebevoll und dennoch kann ich es ihm nicht sagen. Womit habe ich ihn verdient? Meine Tränen rinnen inzwischen über meine Wangen. Martin wischt sie weg. Wir lieben dich, vergiss das nicht. Seine Worte klingen forsch, aber liebevoll. Mir hingegen versagt die Stimme. Dabei möchte ich ihm so viel sagen. Nickend senke ich den Kopf, drehe mich um und verlasse das Haus. Unser Haus. Nun sitze ich hier in meinem Auto und fahre in die Richtung, in die ich nie wieder fahren wollte. Zurück auf dem Weg in den Albtraum, der zu meiner Vergangenheit führt. Im Radio hat der Moderator im Gegensatz zu mir sehr gute Laune. Er macht Witze und spaßt herum. Genervt wechsle ich den Sender. Das ist nicht auszuhalten. Nicht in meiner Situation und mit meiner miesen Laune. Was soll ich meiner Mutter sagen, wenn ich ankomme? Sie war eh nie einverstanden mit meiner Entscheidung, deshalb auch unser Streit oder eher unser Zerwürfnis. Was wird sie nun sagen, wenn ich plötzlich vor ihrer Tür stehe und reden will? Hat sie wirklich ihr Versprechen und das Schweigen gebrochen? Unter Tränen habe ich sie damals angefleht, nichts zu sagen und das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Dann bin ich einfach gegangen und habe ihr so das Herz gebrochen. Aber ich habe ihr nicht mehr in die Augen schauen können. Bis jetzt bin ich aus ihrem Leben verschwunden und sie nie wiedergekommen. Alle Versuche, mich anzurufen, sind fehlgeschlagen. Tränen steigen erneut in mir auf und ich fange fürchterlich an zu schluchzen. Gar keine gute Idee auf der Autobahn bei dieser Geschwindigkeit, mit der ich mich fortbewege. Mein Auto ist mit jeglichem Schnickschnack ausgestattet. Dafür hat Martin beim Kauf des teuren Gefährts gesorgt. Wie viel das allerdings bei diesem Tempo hilft, will ich nicht ausprobieren. An einer Tankstelle fahre ich ran und genehmige mir erstmal einen Kaffee. Seufzend setze ich mich auf den Kinderspielplatz, auf dem einiges los ist. Kinder rutschen quietschend die lange Rutsche herunter, andere johlen, wenn die Väter sie umherwirbeln. Mütter schubsen ihre Kleinen beim Schaukeln an und grinsen über beide Wangen. Ich habe nie so unbeschwert mit meinen Kindern spielen können. Das bereue ich zutiefst, habe es aber einfach nicht ändern können. Geht es dir gut? Hast du Aua? Ein kleines Mädchen steht vor mir und guckt mich aus riesengroßen Augen an. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon wieder weine. Die Kleine schaut besorgt. Nein, nein, mir geht es gut. Das sind Freudentränen, lüge ich mit jahrelanger Übung. Die Mutter des Mädchens kommt herüber und ermahnt ihre Tochter, lass die Frau mal in Ruhe, sie möchte sich bestimmt ausruhen. Das kleine Mädchen verabschiedet sich höflich und geht wieder spielen. Liebevoll streichelt die Mutter ihr Bein gehend über den Kopf. Ich nehme mir vor, auch meine Kinder unbeschwerter zu behandeln, wenn ich meine Vergangenheit geklärt habe und wieder nach Hause komme. Ich möchte auch so ein Verhältnis zu meinen Kindern. Meine Mutter war ja schließlich auch so, nur ich kann das nicht. Verärgert über mich selbst, schüttle ich den Kopf. Verdammt nochmal, Samira. Kriege deine Vergangenheit in den Griff, damit du die Zukunft genießen kannst. Das hättest du schon längst tun sollen. Die restliche Fahrt vergeht ohne weitere Zwischenfälle. Nun stehe ich vor meinem Elternhaus und komme mir wieder vor wie mit 15. Ich sehe in Gedanken meine Mutter an der Tür knien, wie sie mich anfleht, nicht zu gehen. Doch ich drehe mich nicht einmal um, sondern ziehe meinen Koffer hinter mir her und steige in das Auto des Jugendamtes. Möchtest du dich nicht von deiner Mutter verabschieden? Hallen die Worte der Frau in meinem Kopf wieder, die mich abgeholt hat.
Ich habe ihr nicht geantwortet und nur stur meinen Koffer ins Auto gepackt, ehe ich mich mit gesenktem Kopf hineingesetzt habe. Was die Frau gedacht hat, was vorgefallen ist, weiß ich nicht. Es ist mir aber auch egal gewesen. Ich habe eisern geschwiegen. Nun stehe ich Jahre später erneut hier, auf dem Weg, wo meine Vergangenheit hat enden und meine Zukunft beginnen sollen. Doch das Einzige, was hier geendet hat, ist meine Familie und mein unbeschwertes Leben. Das Haus sieht noch genauso aus wie in meiner Erinnerung. Aber die Blumen und Büsche haben sich etwas verändert. Ein kleiner Busch fehlt, ein anderer ist dazugekommen. Im Großen und Ganzen sieht es aber noch genauso aus. Wie lange ich schon neben meinem Auto stehe und das Haus betrachte, weiß ich nicht. Plötzlich geht die Haustür auf und eine ältere Frau kommt heraus. Sie bleibt genauso starr stehen wie ich und guckt mich erstaunt an. Samira! Sie bricht fast weinend zusammen. Nun fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Die ältere Frau ist meine Mutter. Die ergrauten Haare sind zu einem Dutt zusammengebunden und die Wangen eingefallen. Sie ist deutlich gealtert, seitdem ich sie damals verlassen habe. Es sind ja auch schon schließlich 15 Jahre vergangen. Sie sieht fürchterlich aus. Was habe ich ihr angetan? Weinend laufe ich auf meine Mutter zu, die an der Tür kniet. Es tut mir so leid, flüstere ich, als ich neben ihr auf dem Boden sitze und sie ganz fest umarme. Ich bin eine schreckliche Tochter, setze ich schluchzend hinzu. Und damit habe ich noch untertrieben. Doch sie sagt nichts, sondern nimmt mich einfach fest in ihre zarten Arme und küsst meine Wangen, über die sich meine Tränen wie Sturzbäche ergießen. Wir sitzen einfach da und halten uns fest, als wenn wir die ganzen Jahre nachholen, die ich vergeudet habe. Möchtest du reinkommen? Sie blickt mich angsterfüllt an. Kein Wort bringe ich hervor. Meine Lippen sind wie zugenäht. Ich nicke nur. Auch im Inneren des Hauses sieht es noch aus wie früher. Das ein oder andere Möbelstück ist ausgetauscht. Aber im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Im Vorbeigehen streichel ich vorsichtig über den dunklen, massiven Schuhschrank, an dem ich mir früher immer den Zeh gestoßen habe. Der ist geblieben. Wie oft hat meine Mutter mich ermahnt, nicht so schnell durch den Flur zu rennen. Doch gehorcht habe ich nie. Bin immer wie eine Verrückte rumgerannt und habe mir dabei nicht nur einmal den Fuß an dem Schrank gestoßen. Mein Zeh kann sich da noch gut dran erinnern. Instinktiv tut er weh und ich muss leise lachen. Nun sitze ich hier in der Küche an dem Tisch meiner Kindheit, der mitten im Raum steht. Mit meinen Freundinnen habe ich oft Fang gespielt. Man kann so schön einmal komplett um den Tisch herumlaufen. Von der Küche aus gehen drei Türen ab. Eine führt in den Flur mit dem massiven Schrank, eine in den Garten und die letzte in den anderen Flur, der zum Hauswirtschaftsraum und zur zweiten Haustür führt. Die Räume sind sehr verflochten und ungünstig geschnitten, aber es hat Charme, das muss ich zugeben. Ich grinse vor mich hin, was meine Mutter nicht entgeht. Sie war schon immer sehr aufmerksam. Still sitzen wir da und trinken unseren Tee. Sie mag keinen Kaffee. Woher ich meine Sucht nach dem starken, schwarzen Getränk habe, weiß ich also nicht. Bei uns gab es immer nur Tee. Vielleicht war es eine Art Rebellion von mir. Wer weiß das schon? Wäre ja nicht ungewöhnlich für mich. Was verschlägt dich hierher zurück? Fragt meine Mutter und durchbricht die Stille zwischen uns. Prompt verschlucke ich mich. Was soll ich darauf denn jetzt antworten? Die ganze Fahrt über habe ich darüber nachgedacht. Ohne Ergebnis. Mir fehlen die Worte. Genau wie damals, als ich ging. Doch sie drängt mich nicht, bleibt ruhig sitzen und trinkt ihren Tee. Ich habe Albträume, Mom, bricht es aus mir hervor. Vorsichtig stelle ich meine Tasse ab und blicke sie eindringlich an. Ich träume von Kai. Er weiß es, sagt, du hättest mit ihm gesprochen. Bitte sag mir, dass es nicht so ist, flehe ich sie an. Sie bleibt noch immer still und sagt nichts. Es kommt einem Geständnis gleich. Du hast es mir versprochen. Tränen bahnen sich erneut ihren Weg über meine Wangen. Sie guckt nur still zu, Boden, und versucht nicht einmal, es zu leugnen. Warum?
Meine Stimme versagt unter der Last an Tränen, die meine Augen verlassen und mein Gesicht bedecken. Sag was, Mom. Bitte, flüstere ich. Tief Luft holend beginnt sie endlich zu reden. Samira, es tut mir leid, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. Kai kam eines Tages hier vorbei und wollte mit mir reden. Er hat dich gesucht. Und schon ist sie erneut still und ich ungeduldig. Ich knirsche nervös mit den Zähnen. Und weiter? Sollte ich lügen? Sie guckt mich entsetzt an. Ja! Ich bin völlig von meiner Aussage überzeugt. Samira, das ist nicht dein Ernst. Meine Mutter ist fassungslos und ich komme ins Grübeln. Nun ist es erstmal wieder still. Wir beide überlegen und ringen mit den Worten. Wo ist die unbeschwerte Zeit geblieben, in der wir ungezwungen und wie selbstverständlich miteinander umgegangen sind? Als wir noch gemeinsam lachen und über Gott und die Welt sprechen konnten, ohne darauf zu achten, was wir besser nicht sagen sollten. Ich habe es kaputt gemacht. In dem Moment, als ich ihr das Versprechen abgenommen habe, nichts zu sagen und mein Geheimnis zu unserem werden ließ. Doch nun ist es keines mehr. Es ist raus. Nur ich renne noch damit im Herzen rum und seither frisst es sich durch meinen Körper, macht mich und meine Ehe kaputt. Die nächsten Tränen laufen langsam über meine Wangen und tropfen eine nach der anderen auf den Tisch. Samira, es tut mir leid, aber ich konnte nicht lügen. Er wusste es und wollte nur noch Bestätigung. Er wusste es? Ich bin geschockt. Woher wusste Kai es? Meine Gedanken kreisen. Ich habe es niemandem gesagt und bin rechtzeitig aus unserem kleinen Dorf verschwunden, bevor man es sehen konnte. Nichts kann man hier geheim halten. Das war mir schon damals klar. Also habe ich meinem alten und unbeschwerten Leben den Rücken gekehrt und bin verschwunden. Für die meisten völlig unerwartet. Es hat sicherlich viel Gerede gegeben, dem bin ich mir bewusst. Nur meine Mutter wusste, warum ich wirklich gegangen bin. Leicht ist es mir nicht gefallen, doch ich habe mich nie wieder dahin umgesehen. Das schlechte Gewissen plagt mich seit jenem Tag. Woher er es wusste, kann ich dir nicht sagen. Kai war auf der Suche nach dir und eurem Kind. Sie verstummt. Bei den letzten Worten kräuseln sich meine Nackenhaare. Unser Kind, wiederhole ich leise und fange wieder an zu weinen. Instinktiv fasse ich mir an meinen Bauch, wo das kleine Wesen 9 Monate herangewachsen ist. Ich habe es jahrelang für mich behalten. 15 Jahre geleugnet, dass ich schon ein Kind und meine beiden noch ein Geschwisterchen haben. Ich schluchze bei diesen Gedanken. Was werden Martin, Jack und Sophie sagen, wenn sie das erfahren? Aber auch bei ihrer Mutter. Lassen die Träume nicht nach. Kai gibt nicht auf. Er möchte sie finden. Endlich bist du hier, gibt Kai vorsichtig von sich. Oh nein, nicht schon wieder. Aber das eine Mal stelle ich mich und laufe nicht davon. Seufzend gehe ich auf ihn zu. Was willst du? Kais Augenbrauen huschen nach oben. Er ist sichtlich erstaunt, dass ich nicht kreischend weglaufe. Ihm fehlen die Worte. Ich mustere ihn von oben bis unten. Er ist ein schicker Mann geworden, nur leicht angegraut, etwas früh für sein Alter, aber durchaus attraktiv. Als Teenager ist er schon sehr schick anzusehen gewesen. Nicht umsonst bin ich seinem Charme erlegen und so sind wir im Bett gelandet. Ohne Verhütung, versteht sich. Ich bin zu dieser Zeit halt jung und dämlich gewesen. Und genau diese jugendliche Dummheit hat mich in diese verzwickte Situation und damit mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Hast du deine Zunge verschluckt? Fahre ich ihn an. Na holla, du bist ja giftig, mault Kai. Nun werde ich sauer. Hör mal zu, mein Lieber. Du bist derjenige, der mich seit Monaten verfolgt und mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Also überlege ganz gut, was du sagst. Dein Temperament hast du auf jeden Fall nicht verloren, knurrt Kai mich an. Nochmal, was willst du von mir? Knurren kann ich auch und lasse ihn das auch hören. Langsam geht er in meine Richtung, was mich ins Wanken bringt. Er war meine erste große Liebe und mein erstes Mal. Ein dicker, fetter Kloß setzt sich in meinen Hals. Seine Hand streichelt über meinen Arm und ich zucke erschrocken zusammen. Er setzt sich auf die Bank und zeigt auf den Platz neben sich.
Bitte, lass uns vernünftig reden, Samira. Wir sind erwachsen und sollten es auf die Reihe bekommen, ein paar Worte zu wechseln, ohne zu schreien. Er guckt mir tief in die Augen. Vorsichtig setze ich mich hin und starre auf den Boden. Kannst du mir erklären, was passiert ist? Bitte, fleht er mich an. Boah, Samira, du bist erwachsen. Bitte rede mit mir. Ich denke doch, dass ich eine Erklärung verdient habe. Er knirscht mit den Zähnen. Tief einatmend stehe ich auf und breche widerwillig mein Schweigen. Ich bin durch unsere gemeinsame Nacht schwanger geworden. Betretenes Schweigen beiderseits. Warum hast du mir nie was gesagt? Du hast nicht einmal auf meine Anrufe oder Briefe reagiert. Ich war wirklich in dich verliebt und hätte zu dir und dem Kind gestanden, gibt mir Kai enthusiastisch zu verstehen. Dieser Kindskopf, denke ich. Kai, ich wollte das Kind nicht. Wir waren noch viel zu jung. Ausprobieren wollte ich mich. Na, das ging wohl in die Hose. Kai wird lauter, er ist sichtlich verletzt. Trotzdem hatte ich ein Recht darauf, es zu erfahren. Ein Recht darauf? Es ist mein Körper, mein Leben, das sich verändert hat. Du hattest einen Scheißdreck, brülle ich ihn an. Und wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Warum verfolgst du mich in meinen Träumen? Maule ich ihn leiser geworden an. Du bist ja ganz witzig. Wie sollte ich dich denn finden? Außerdem bist du im Traum ja schon weggelaufen. Sag nicht, du hättest am Telefon nicht aufgelegt oder wärest weggerannt, wenn ich vor deiner Tür gestanden hätte. Er schmollt, hat aber recht. Ich wäre weggelaufen und ich hätte aufgelegt. Gib mir Zeit zum Nachdenken, flüstere ich und gehe. Die haben wir aber nicht, ruft er mir noch hinterher, bevor ich aufwache. Seine Worte hallen in meinem Kopf nach. Die haben wir aber nicht. Was meint er denn damit? Warum nicht? Was ist so dringend, dass wir keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir machen sollen und könnten? Ich kann ja schlecht in ihrem Leben auftauchen und sagen, hey, ich bin übrigens deine Mutter, du wurdest nur adoptiert. Das ist auch keine feine Art. Außerdem weiß ich nicht einmal, wo sie ist und von wem sie adoptiert wurde. Seufzend sitze ich in meinem Bett und grübel. Was war mein Leben perfekt, bevor diese blöden Träume angefangen haben? Verdammt, warum tut Kai mir das an? Hat er kein eigenes Leben? Meine Mutter klopft vorsichtig an die Tür. Das bedeutet wohl, ich sollte mal aufstehen. Nachdenklich schlendere ich in die Küche. Dort bleibt mir fast die Luft weg. Am Küchentisch sitzt Kai und schlürft einen Kaffee. Wir haben Besuch, meint meine Mutter sichtlich erfreut. Das ist nicht zu übersehen, maule ich gequält. Ich schäme mich für meine Reaktion, fühle mich aber etwas überrumpelt. Ich sehe aus wie ein Wischmopp am Kopf, trage noch mein Nachthemd und habe noch nicht einmal die Zähne geputzt. Na danke auch, Mom. Kai hingegen sieht genauso hinreißend aus wie heute Nacht im Traum. Mir steht der Mund offen. Kai findet als erster seine Sprache wieder. Schön, dich wiederzusehen, Samira. Meine Augenbrauen nach oben gezogen, drehe ich mich um und gehe wortlos ins Bad. Sie meint es nicht so, höre ich meine Mutter sagen. Doch, tut sie doch, rufe ich aus dem Bad zurück, was die zwei nur zum Lachen bringt. Na toll, die nehmen mich ja nicht einmal ernst und verschwören sich auch noch gegen mich. Kurz die Haare etwas gerichtet, die Zähne geputzt und was angezogen, stolziere ich zurück in die Küche. Kai sitzt immer noch da und macht nicht den Einschein, als ob er dies ändern möchte. So schnell werde ich ihn wohl nicht wieder los. Bekomme ich bitte auch so einen schwarzen Kaffee? Ohne mein Suchtgetränk halte ich das Gespräch sicherlich nicht durch. Betretene Stille breitet sich im Raum aus. Ich starre in meinen Kaffee, als wenn ich dort meine Antworten suche. Kai guckt mich an und meine Mutter linst zwischen uns beiden hin und her, wie beim Tennis. So hat sie sicherlich bald Nackenschmerzen. Sie bricht als erstes das Schweigen. Kinder, nun redet endlich miteinander. Die Stille ist nicht auszuhalten. Ihr müsst euch endlich aussprechen. Kai hat dringende Neuigkeiten. Es ist wirklich wichtig, Samira. Ein ungutes Bauchgefühl beschleicht mich. Seine Worte heute Nacht fallen mir wieder ein. Die haben wir aber nicht.
Was ist los? Platzt es aus mir heraus. Wie soll ich anfangen? Stottert Kai. Ungeduldig trommel ich mit den Fingern auf unserem Küchentisch herum. Diese dumme Angewohnheit hatte ich schon als Kleinkind, was meine Mutter ziemlich zur Weißglut gebracht hat. So auch heute. Samira, hör auf damit! Donnert sie los. Innerlich zucke ich zusammen und setze mich schlagartig gerade hin. So nett meine Mutter auch ist, so streng kann sie auch immer sein. Kai grinst. Danke. Die Zeit rennt uns davon, Samira. Wir müssen unsere Tochter finden, fängt er vorsichtig an. Mein Kopf rauscht. Was kann so dringend sein, dass wir keine Zeit haben und sie nicht erstmal erwachsen werden darf? Erzählst du weiter? Bis jetzt sehe ich noch keinen Grund dazu. Meine Geduld war noch nie die beste. Samira, sie wurde entführt. Meine Gedanken fahren Karussell. Woher will er das wissen? Und wieso soll unsere Tochter entführt worden sein? Mir fehlen die Worte. Ich starre keine ungläubig an. Hast du mich verstanden? Ja, das habe ich. Aber mir wird nicht ganz klar, woher du das weißt und wieso gerade unsere Tochter entführt sein soll. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mein Kopf rauscht und mein Magen dreht sich um. Samira? Dumpf höre ich Kais Stimme. Ich stehe auf, aber meine Beine verweigern mir den Dienst. Und ich sacke neben meinem Stuhl zusammen. Oh Gott, Samira! Der besorgte Ausdruck meiner Mutter ist das Letzte, was ich noch mitbekomme, bevor mein Kopf auf den Boden aufschlägt. Ein schwarzes Loch empfängt mich, wofür ich sehr dankbar bin. Meine Ohren hören auf zu rauschen, mein Kopf dreht sich nicht mehr und mein Magen hört auf zu rebellieren. Alles ist gut, bis mich etwas hart ins Gesicht trifft. Langsam öffne ich die Augen und blicke in Kais Gesicht. Schade, das war dieses eine Mal wohl kein Traum. Meine Mutter reißt mich an sich und faucht ihn an. Das hätte aber nicht so doll sein müssen. Mit einer Hand fasse ich an meine Wange. Sie schmerzt. Kai guckt mich schuldbewusst an. Hast du mich gerade geschlagen? Wutentbrannt stoße ich meine Mutter von mir weg und springe auf die Füße. Kai taumelt erschrocken nach hinten. Doch noch bevor ich bei ihm ankomme, dreht sich mir der Magen um und ich schwanke ins Badezimmer. Mein gesamtes Abendessen landet in der Toilette. Vor der Tür höre ich besorgte Stimmen. Nachdem mein Magen leer ist und sich die Krämpfe aufgelöst haben, sacke ich wimmernd zusammen. Genau so habe ich vor 15 Jahren hier gesessen. So hat mein Dilemma angefangen. Aus meinem Wimmern wird ein rauschender Bach aus Tränen. Ebenfalls wie damals steht meine Mutter vor dem Badezimmer und redet auf mich ein. Ich solle die Tür öffnen. Und genau wie damals höre ich nicht zu, sondern heule weiter. Na super, Samira, du bist ja kein Deutreifer geworden. Meine Mutter ist heute allerdings nicht so sorgsam wie damals. Sie hämmert gegen die Tür und brüllt mich an. Ich wische mir die Tränen ab, stehe auf und wasche mir erstmal das Gesicht kalt ab. Dann wird mir wieder bewusst, warum ich hier eigentlich gelandet bin. Sie wurde entführt. Meine Tochter wurde entführt. Obwohl ich sie nicht einmal einen Tag kenne, versetzt dieser Gedanke mir einen Stich ins Herz. Wer tut so etwas und warum? Ich weiß nichts über ihre Adoptiveltern, das wollte ich nicht. Wütend reiße ich die Tür auf und schaue in vier vor Schreck weitete Augen. Was? Mann, Samira, von deinen dauernden Stimmungsschwankungen bekomme ich ein Schleudertrauma, brüllt Kai zurück. Er hat recht, ich bin unausstehlich. Bitte lass uns wie zivilisierte Erwachsene reden. Warum und woher weißt du es? Meine Gedanken sind wie blockiert. Kai holt tief Luft, bevor er zu einer Erklärung ansetzt. Mir ist zugetragen worden, dass du damals abgehauen bist, weil du schwanger warst. Derjenige hat allerdings nicht gewusst, dass wir damals eine Nacht zusammen verbracht haben. Das war ein Schlag ins Gesicht für mich, denn mir ist sofort klar geworden, dass es mein Kind sein muss. Es kann nicht anders sein. Du bist nie eine dieser Mädchen gewesen, das sich mit jedem abgegeben oder rumgetrieben hat. Daher habe ich Nachforschungen angestellt und deine Mutter genervt. Mit einem liebevollen Blick streift er meine Mutter, bevor er fortfährt. Sie hat lange standgehalten, bevor sie unter Tränen zugegeben hat,
dass du schwanger warst und deshalb ausgezogen. Und auch, dass ihr euch gestritten habt, weil du das Kind zur Adoption hast freigeben wollen. Also habe ich beim Jugendamt angerufen, doch die haben mir nichts sagen dürfen, weil ich nicht einmal als Vater eingetragen bin. Das, meine Liebe, nehme ich dir übrigens krumm. Vater unbekannt, du spinnst wohl. Maulig schaut keinig an. Leicht grinse ich in mich hinein. Süß ist er ja schon. Kai guckt ungläubig, bevor er fortfährt. Zum Glück kenne ich jemanden im Jugendamt. Die habe ich lange genervt, bevor sie mir endlich gesagt hat, wohin unsere Tochter gekommen ist. Das war nicht einfach, muss ich zugeben. Die Kleine ist nicht weit weg von hier zu einem anderen netten Ehepaar gekommen, das keine Kinder bekommen kann. Eine lange Zeit bin ich öfter an deren Haus vorbeigefahren und habe sie eines Tages im Vorgarten spielen sehen. Sie ist einfach wunderschön, Samira. Das bezauberndste Wesen, das ich je sah. Ein Lachen, das jeden um den Finger wickelt. Und ein Temperament wie ein Wirbelwind. Tränen sammeln sich in seinen Augen. Rede weiter, bitte, flehe ich ihn an. Einfach hingehen und sagen, wer ich bin, ging nicht. Also habe ich die Familie und meine Kleine einfach beobachtet. Doch eines Tages hat mich der Adoptivvater bemerkt und ist auf mich losgegangen. Er hat mich angeschrien und mit der Polizei gedroht. Ich kann ihn gut verstehen, er hatte Angst um seine bzw. unsere Kleine. Also habe ich um ein Gespräch gebeten und ihm meine Lage erklärt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er mich hochkant aus dem Haus wirft. Doch genau das ist nicht passiert. Im Gegenteil, er hat sich gefreut, dass er nun endlich wusste, woher seine Tochter kommt und dass er mich kennenlernen durfte. Auch dich würden sie gerne kennenlernen, doch das war ja nicht möglich. Der Kleinen haben sie allerdings nichts gesagt, was ich durchaus verstehe. Sie haben aber eingewilligt, dass ich sie kennenlernen und mich als alten Freund der Familie ausgeben darf. Die Wahrheit sollte sie irgendwann später erfahren. So habe ich sie aufwachsen sehen und sogar mit ihr spielen dürfen. Erst war die Familie etwas skeptisch und hat uns nicht aus den Augen gelassen. Nachvollziehbar, sie kannten mich ja nicht. Nachdem ich aber angeboten habe, einen Vaterschaftstest zu machen, um zu beweisen, dass ich wirklich der leibliche Vater bin, waren sie beruhigt. Sie ist wirklich bezaubernd, Samira. Nach seinen letzten Worten ist er es, der riesengroße Krokodilstränen weint. Und mir zerreißt es das Herz. Was habe ich ihm angetan? Ich beginne zu zweifeln. Hätten wir es vielleicht doch auf die Reihe bekommen, die Kleine aufzuziehen? Meine Mutter hätte uns sicherlich unterstützt. Erneut bekommt mich Übelkeit. Mein Magen dreht sich um und ich renne zurück zur Toilette. Jetzt bekommt sie auch noch meinen Kaffee. Heftig atmend knie ich auf den Fliesen davor und weine wieder. Doch ich möchte den Rest von Kais Geschichte hören, mehr von unserer Tochter erfahren und wissen, wieso zum Teufel jemand ein so tolles Geschöpf entführt. Meine Mutter guckt mich besorgt an und hat mir schon ein Glas Wasser hingestellt. Das verstärkt mein schlechtes Gewissen den beiden gegenüber allerdings noch. Was bin ich nur für eine schreckliche Tochter, Frau und Mutter? Kai hat sich inzwischen wieder beruhigt und fährt mit seiner Erzählung fort. Ich habe sogar zum Geburtstag kommen dürfen. Und es hat sich eine richtige Freundschaft zwischen Manfred, Jessica und Emma und mir entwickelt. Emma. Emmas Freude war immer riesig, sobald sie mich gesehen hat. Und ich habe bald mit ihr alleine Unternehmungen machen dürfen. Wir sind schwimmen gegangen, ich habe ihr beim Reiten zugeschaut und sie zum Training gefahren. Die Familie hat mir vertraut. Umso härter hat es mich getroffen, als Manfred mich eines Tages anrief und mich beschuldigte, Emma entführt zu haben. Er hat mich angebrüllt und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wusste ja schließlich, dass ich es nicht war und somit, dass es ernst ist. Doch er hat mir nicht geglaubt und mir ein Ultimatum gesetzt, Emma zurückzubringen. Seither suche ich unsere Kleine. Die Familie weiß inzwischen, dass ich es nicht war. Hoffe ich zumindest. Kais Stimme versagt daraufhin und mir wird erneut schlecht. Emma, was ein wundervoller Name für unsere Tochter. Doch wo ist sie und wer hat die kleine Emma? Mein Magen rebelliert erneut und mir wird wieder schwarz vor Augen. Oh nein, nicht schon wieder.
Oh, das war so schön. Vielen Dank, Sandra. Du beschreibst ja bestimmte Orte in deinem Buch, wie zum Beispiel das Restaurant. Gibt es die Orte wirklich? Ja, also alle Orte, die ich in meinen Büchern beschreibe, die gibt es. Die Häuser, also das Elternhaus von Samira, ist eins meiner Elternhäuser in Schleswig-Holstein. Und auch diesen Tisch in der Küche, wo man so rumlaufen kann, den gibt es wirklich. Was es nicht gibt, ist der Schrank, an dem ich mir immer den Zeh gestoßen habe. Der stand woanders. Aber alle diese Orte, auch die Wege, die die langfahren, oder das Restaurant, da habe ich damals selber gekellnert. Also das ist direkt an der Ostsee, das gibt es heute noch. Und das ist wirklich, du kannst direkt auf die Ostsee gucken, du kannst draußen sitzen, da kommen immer ganz viele Leute vom Strand rein und essen dort. Es hat ein total schönes Ambiente. Ich war auch noch mal da, nach vielen, vielen Jahren. Also ja, die Orte gibt es wirklich. Auch das Haus, wo die Mutter wohnt, wo Samira wohnt, diese Häuser gibt es alle wirklich und auch die Orte. Nur die Menschen, die gibt es nicht wirklich. Wie hast du dir ausgedacht, ne? Die Menschen, die Protagonisten, habe ich mir ausgedacht. Also ich habe ganz oft so kleine Schlüsselerlebnisse, wo ich denke so, ja, das Erlebnis nimmst du, packst in den Mixer, packst noch ein bisschen Drama hinein, noch ein bisschen Liebe und dann kommt eine Geschichte heraus. Wie bist du denn auf die Idee zu der Geschichte von Samira und Kai gekommen? Also erste große Liebe, das erste Mal nicht aufgepasst und dann gleich schwanger, verschwunden. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das war beim Spazierengehen einfach. Da ist einfach, ich habe diese Ideen zu den Büchern kommen einfach so und dann lassen die mich nicht wieder los. Also einfach so durch Gedanken, Lieder oder auch durchs Radio. Wenn ich durch die Straßen gehe und auf einmal zwei Menschen sehe, dann so, ja, da kann man eigentlich eine Geschichte draus machen. Also ich, das sind immer so Bauchgefühle und die kommen einfach so und dann lassen die mich nicht wieder los. Also das ist ganz oft, dass ich dann einfach denke so, jo, das muss ich zu Papier bringen. Diese Idee, die hatte ich auch schon beim zweiten Buch. Und ich war einfach so, ich muss das zweite Buch fertig schreiben, weil ich wollte unbedingt diese Geschichte von Samira und Kai erzählen. Und ich finde sie immer noch total schön. Ich muss immer noch lachen, wenn ich sie lese und auch ein bisschen mit Samira weinen, wenn sie dort kniet bei ihrer Mutter und was sie ihr angetan hat und auch nicht richtig mit ihren Kindern umgehen kann. Ich fühle das immer ziemlich. Also ich muss sagen, den letzten Teil, den du gelesen hast, da musste ich mir so ein paar Tränchen tatsächlich verdrücken, weil es war sehr emotional. Ne? Dieses, der Kai erzählt Samira das, ne? Dass er immer kennenlernen konnte und alles, was so passiert ist. Und ja, ich habe das so ein bisschen auch durchlebt. Ich glaube, auch die ganzen Zuschauer auch. Es war, ja, also es ist nicht so spurlos an mir vorbeigegangen in dem Moment, sage ich. Das hast du wirklich toll geschrieben. Das freut mich. Dankeschön. Ja, ich erlebe das auch immer wieder. Also auch beim Schreiben habe ich so ein, zwei Tränen geweint dabei und musste dann kurzzeitig aufhören, weil ich vor lautem verschleierten Blick einfach nicht mehr weiterschreiben konnte. Und habe auch so ein paar Taschentücher verbraucht. Also auch beim Schreiben geht es mir immer so, dass ich dann laut loslache, wenn ich eine witzige Stelle schreibe oder halt auch einfach losweine, wenn Samira gerade mal wieder ganz emotional ist. Und sie ist ja viel emotional, sie weint ja sehr viel, woran man einfach merkt, dass sie einfach mit ihrer Vergangenheit nicht klarkommt und das doch sehr bereut. Also sie hat wirklich dort ihre Unbeschwertheit gelassen, als sie in das Auto stieg des Jugendamtes und wegfuhr. Und du hast ja einen Prolog, gibt es auch einen Epilog bei dir im Buch? Ja, es gibt in allen Büchern einen Epilog und ich schreibe immer noch zwei Kapitel aus der Sicht eines anderen Protagonisten. Die sind hinten rangehängt und in jedem meiner Bücher findet man noch zwei Kapitel aus der Sicht eines anderen Hauptdarstellers, wie er bestimmte oder sie bestimmte Situationen erlebt hat. Wird nochmal beleuchtet. Das fand ich total interessant, weil viele Leute ja gleiche Situationen anders erleben. Und daher fand ich das für meine Bücher sehr gut. Und es kam bis jetzt immer sehr gut an, dass man dann auch nochmal die gleiche Situation aus einer anderen Perspektive sieht und was derjenige darüber denkt.
Magst du verraten, aus welcher Sicht das in dem Buch ist? Oder sagst du, müsst ihr alleine rausfinden? Ja, das müsst ihr alleine rausfinden. Okay. Dann würde ich zu viel über das weitere Vorgehen im Buch erzählen. Das verstehe ich total. Sandra, vielen Dank. Es war wirklich eine richtig tolle Lesung und danke, dass du auch bereit warst, diese spontanen Fragen alle zu beantworten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du da so offen warst und ja, es war berührend. Dankeschön. War schön, hier zu sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.